Ja, weil das ist so ein Kanal, denke ich. Genau, das ist so ein Kanal, um die Sachen so zusammenzubringen. Genau, so eine Verbindung zwischen zwei Sachen, die miteinander sprechen müssen. Genau, und das ist auch natürlich wieder voll technisch und das wird ganz oft auch für die Verbindung so mit Google-Sachen auch verwendet. Ja, wenn es klappt, ist gut. Genau, dann ist die Verbindung da und dann können die Sachen miteinander sprechen. Und wenn es nicht klappt, fehlen die Daten. Genau. Ja, das ist im Internet, wenn man auf bestimmte Wörter draufklickt. Dann kostet das was. Genau. Aber ist das viel? Kostet das viel? Es ist unterschiedlich, glaube ich, immer, je nachdem, wie begehrt das Wort ist. Ah, okay. Muss das ein Klick sein? Ich glaube ja, doch. Doch, es muss ein Klick sein. Okay. Auch wenn da nichts bei rumkommt. Ja, wie so oft. Wie so oft im Leben, ja. Und was habe ich jetzt davon, von dem Klick? Du selber, was hast du von dem Klick? Idealerweise bekommst du Geld für den Klick. Okay. Krass. Ich bin leer. Ich bin leer, ich bin leer. Also das ist ein ganz toller Begriff. Eigentlich bist du fast wie ein Zauberer. Du triffst Magie. Magie, genau. Im Hotel. Im Hotel, im Restaurant vielleicht. Du Ja, that's stehst where the immer, magic happens. ja, du stehst immer vor Menschen, die eigentlich glauben, was sie wissen, aber du schaffst das, denen eigentlich die Gedanken zu lesen und noch was Besseres anzubieten. Ja, und nicht nur das, du bringst ja noch dazu, dass sie dich noch glücklicher machen am Ende. Weil wenn du das nämlich umgesetzt hast, Dann dann, mehr Geld? ja, viel mehr Geld, oder? Ja, Ja. ganz viel mehr Geld, ja. Es werden auch viele Hotelmitarbeiter darin ausgebildet, speziell in dieser magischen Tätigkeit. Die sind dann immer ganz freundlich, wenn man da steht. Die sagen dann immer: Herzlich willkommen in unserem Hotel. Ja, und ich weiß auch, dass das oft sehr gut funktioniert. Wie machen die das? Wie die das machen? Das hast du ja eben schon fast beschrieben. Die kommen also zu dir ins Hotel und die möchten etwas kaufen. Und du sagst denen, sie haben das und das ausgesucht, aber wir haben noch was viel Besseres für sie. Und ich mache dir das sehr schmackhaft. Und am Ende habe ich einen höheren Betrag eingenommen, als es vorhergesagt war. Sitzen Und so das ist ja Menschen quasi Magie. wie du mit so einem charmanten Lächeln und ich Ja, kann da nicht Nein sagen. man muss aber auch gut kalkulieren können. Du musst es ja verkaufen können. Hört sich gut an.